kalt. So, da liegt noch was. Tote Fische, abgebissen. Found some freshly caught fish out on the lake. Looks like something has started eating them before they've been cooked. Eigentlich war hier ja auch Regen gemeldet. Und ich dachte mir noch, Regen und Gewitter passt super zu dem Horrorspiel, das ich spielen wollte. Aber weder das Horrorspiel noch das Gewitter hat funktioniert. Mehr gibt's hier nicht. Found some freshly caught fish out on the lake. Looks like something has started eating them before they've been cooked. Hm, okay, keine neue Info. Regen wäre toll. Exakt. Dann, ja gut. Mehr gibt's ja dann hier nicht. Reden wir doch mal mit dem guten Hausmeister, der... Was macht der da eigentlich? Poke, poke. Mr. Scruffman. You following me, boy? No, sir. You look like a lost puppy. Go home, puppy. I can't leave until I get that factory back open. I have a few more questions for you. Of course you do. Na, dann sei doch froh, dass es kein Gewitter kam. Bei uns hat es die letzten Tage immer geregnet. Wenn du in einer Dachgeschosswohnung wohnen würdest, die nicht isoliert ist, wärst du auch froh, wenn es regnen würde und gewittern würde über Tage hinweg. Weil wenn es nämlich 30 Grad nachts wie tags Minimum ist, dann hast du über Wochen auch keinen Bock mehr darauf. Is this your hut? It's nice. Nope. Oh. Well, what are you doing then? Fixing stuff. That's my job. Lots of stuff getting broke lately. Things get broken on these huts a lot? Everything gets broken a lot. Keeps me busy. Hmm. Don't get any ideas. I just do my job. Er hat ja auch das falsche Werkzeug. Stimmt. Irgendwie, ich glaube, das wird auf Dauer so nix. I understand you have a thing for Mrs. Dabner. No, sir. Just think she's pretty. I expect you do as well. Where were you on the night of the accident? Busy. You accusing me of something? I'm just asking. It's part of my job to be thorough. I was working at the hotel. Okay, see? That was easy. Where were you on the night of the accident again? Working at the hotel. You had to go through the woods to get here. Didn't you see a guy freezing on a tree stump? Yep. Why didn't you help him? He didn't ask. Best not to interfere with acts of nature. So you just let a guy die out there? Had nothing to do with it. A cold will creep right up on you. Also so ganz richtig. Goodbye. Mr. Scruffman claims he was working the night of the accident. I'm headed over to the hotel to check out his story now. Okay, so richtig, naja, also der lässt den Typ halt erfrieren, weil er nicht gefragt hat, ob man hilft. Naja, nun gut. Ab zurück zum Hotel und überprüfen, ob seine Story richtig ist, denn angeblich hat er ja hier gearbeitet. Haben wir hier mittlerweile irgendwas... Oh, da ist ein Puzzle. Help wanted. I hear that shop recently hired the local high school football team. The whole team? Yeah. University Muskrats got after-school jobs at Hank's window shop by their can't skip football practice. Help them complete a pass without breaking any glass. Wir hatten den Ball. Kann ich selber bestimmen, von wo es losgeht, oder wie? Wer war das? Kann ich... Verdammt! Verdammt. Kann ich nicht sofort zu dem? Oder muss ich hier jeden anspielen? Das wird mir jetzt... Hä? Complete a pass.
Aber zu wem? Einfach zu allen, oder wie? Warte mal, ey. Reset. Nee. Nee, 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 nee. So. Jeder hat einmal den Ball. Yes. Well, that takes care of that one. So, das war das Rätsel. Mehr gibt's hier nicht. Wir können noch Hello mit dem einmal again, reden. Mr. Bjorn. Yeah. Der Bjorn. Do you know Randall Scruffman? I do. He's a good man. Good stuff. Despite his stock, you think he could have had anything to do with the accident at the factory? Why don't you just let things run their course? Accidents happen, Mr. Tethers. So, Randall Scruffman. He's a valuable member of this community, and that'll be enough of you trying to say otherwise. Do you think Glory Davner's capable of violence? So that's a no. What was that? Heard a crash and a scream coming from inside the inn. Going inside to see what happened. I hope I won't need backup. I heard a scream. Is everything okay in here? The pipe on the fireplace! I turned my back on it for 1 second and boom! Okay, don't panic. I'm sure we can find a way to fix it. Rotate tiles to reconstruct the wood stove flue before the lobby fills with smoke. The stove pile may split, but all sections must rejoin. Okay. Oh, Pipe Mania. What the? Potsau hat mir ein Stück geklaut. What the heck was that? Hurry, it's getting away. Saw a thing. It stole some pipe. Going after it. Checking out. Oh my, but what about my furnace? You're all done? Yes, ma'am. I'll be calling in the FBI's gnome squad. Or the National Guard, or the... someone better equipped to handle your situation. Oh, I see. Guess I'll be needing to call the sheriff then and let him know. Excuse me? Yeah, the sheriff told me to give him a buzz the moment you left town. Why would the sheriff assume I was leaving so soon? Oh, I couldn't say. So, will that be on a credit card, or should I just send the bill to Uncle Sam? What is Sheriff Bog hiding? And that lock, it's on the outside of the door. On second thought, I better stick around, see this through. Oh, great. Hot dish all around. I think the sheriff wants me out of town. And what is the deal with that gear I found on Mike Lobb? I need to see a man about a furnace pipe. Okay. Ein Kaugummi einsammeln. Moin, Deicher. Und wo war die Frage jetzt? Hier, Helena. Schnubbi, was hältst du davon, dass die Fans Timesplit das Multiplayer mit CryEngine 3 Räder animieren wollen? Finde ich eine geile Sache. Also. Das ist doch mal eine coole Idee. Die Engine ist gut. Muss halt nur gut gemacht werden. Huch. Well, these are interesting. Yeah, those are Scoggins gnomes. All the tourists love them. But I think one has gone missing. I swear, I had six of them. I took a picture when I set it up, but I guess I lost it. I still have the film negative, though.
Okay, nächstes Rätsel. Deicher, worum geht's in dem Spiel? Es geht darum, dass man in eine Stadt gerufen wurde, in der ganz merkwürdige Sachen passieren und eine Fabrik ist wohl explodiert und man soll als Puzzle-Agent forschen, warum die explodiert ist. Und ja, alles sehr seltsam. Okay, Cameron Gnome has disappeared from the hotel display, but which Gnome identified a Gnome in Martha's photo? Negative, that doesn't appear on the display. Okay, das ist ihr Foto von diesem Regal und das ist das eigentliche Regal. Jetzt müssen wir rausfinden, welcher von diesen Gnomen fehlt. Und da es ein Negativ ist, sind die Farben verdreht. Wir müssen also auf die Gesichts-, also auf die Richtung, in die sie gucken und auf die Farben achten. Also grüner Hut, rote Jacke, grüne Stiefel und da es umgedreht ist, nach rechts gucken. Grüner Hut, rote Jacke, grüne Stiefel, nach rechts gucken. Ist er. Okay, roter Hut, grüne Jacke, rote Schuhe, nach rechts guckend. Rot, grün, rot, nach rechts guckend. Okay, die beiden. Grün, rot, grün, links. Grün, rot, grün. Der fehlt. Grün, rot, grün. Der fehlt. Der fehlt. Bam. Hip hip. Hurra. Okay, ich bin mal kurz weg. Die Story wird jetzt wahrscheinlich ein Stück weiterlaufen. Well, one of your gnomes has most definitely run off. Oh my, wouldn't that be something? So, guten Abend, da bin ich wieder. Okay. So, wir können nochmal mit dir reden. Was gibt's denn? Gar nichts. Gut, dann gehen wir hier nochmal raus. Da ist ein Schraubenschlüssel, den wir nicht haben. Someone left a screwdriver in the alley beside the hotel. Looks clean. Probably of no consequence. Someone left a looks clean. Okay, können wir nicht mitnehmen. Zeitung gibt wieder ein Puzzle. Da oben ist noch ein Kaugummi. Mit ihm können wir reden. Dann machen wir erstmal das Puzzle. Winner undeclared in local contest. The Annabelle Grill Ladies Arm Wrestling Tournament is over and the judge missed it. Read the four statements and help him determine the winner. Okay, wieder sowas wie bei der Schicht. I pinned Pearl like a new hat. Wer ist denn hier wer? Outmatched by the Grizzly Grip. Pat one fair and square. Flo's Grizzly Grip couldn't whip me.
Hä? Wer ist denn hier wer?